Ah? Hallo, schönen guten Tag. Tag. Ja, ich rufe von der FX Academy. Es geht um den Finanzmarkt, um Trading. Aha. Interessieren Sie sich dafür? Nun möchten Sie nicht erstmal sich vorstellen? Ah ja, oh Entschuldigung, ich habe vergessen. Richter ist mein Name. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder ein Telefonat mitgebracht, was, skurriler nicht hätte laufen können. Ich stelle mich hier mal wieder besonders komisch an und, biete hier auch besonders unseriös an, wie ich mein Geld beschaffe, um, da mitmachen zu können bei diesem tollen Trading-Crutch. Dass das ja alles nur Betrug ist und unseriös und man definitiv die Finger davon lassen sollte, das ist uns allen klar. Aber was hier in dem Gespräch heute wieder abgeht, das hebt das Ganze hier wieder auf ein ganz neues Level. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem verrückten Telefonat. FX Academy, ja. Sie interessieren sich doch dafür. Sie Trading, oder? Nee. Ach nee, nicht. Oh. Woher habe ich dann Ihre Nummer? Weiß ich nicht. Sollten Sie doch eigentlich wissen. Mir wurde gesagt, dass Sie sich interessieren. Wer hat denn Ihnen das gesagt? Unsere Marketingabteilung. Aha, und wer genau? Der Hans, aber Sie haben sicher, der Hans, der bringt mir jeden Morgen die Listen. Aha. Von Menschen, die Interesse gezeigt haben. Und Sie haben sich früher interessiert und Interesse verloren, oder? Weil, ja? Nee. Sie wissen, was Trading ist, oder? Nee. Und Sie wissen nicht, was Trading ist? Ja. Ach doch, wissen Sie, ja. Nee. Wir arbeiten, okay, das ist, wenn man investiert. Aha. Und Profit macht. Aha. Nur, es gibt also regulierte Plattformen, nicht regulierte. Auf nicht regulierten Plattformen sollte man gar nicht investieren. Also investieren tut man nur auf regulierten Plattformen. Das wissen leider die meisten Menschen nicht. Und deshalb, also gibt es viele Betrüger und schlechte Erfahrungen und so weiter und so weiter. Ja, dass es viele Betrüger gibt, das weiß ja die nette Tante auch von allein dem Anschein nach. Aber sie verrät ja irgendwie nicht, dass sie selbst anruft, um zu betrügen. Denn was anderes ist das Ganze hier nicht. Es ist wie immer einfach nur eine Trading-Abzocke von einer, sehr unseriösen Firma. Und leider ist es auch tatsächlich so, egal ob reguliert oder unreguliert, man weiß nachher am Ende trotzdem nicht, ob ihr da euer Geld wieder auszahlen könnt, nachdem ihr das erstmal eingezahlt habt. Da sollte man schon sich so ziemlich erstmal auf Erfahrungen von anderen, Leuten, die da investiert haben, drauf verlassen. Und zwar nicht einfach nur von irgendwie Trustpilot oder so, sondern man sollte schon das Internet ordentlich durchforsten, bevor man irgendwo sein Geld reinsteckt. Von daher finde ich das hier grundsätzlich kein gutes Prinzip, sein Geld zu vermehren. Da ist man definitiv auf der sichereren Seite, wenn man zur normalen Bank geht. Wobei auch da viele Angebote ziemlich fragwürdig sind und meistens eigentlich nur dazu dienen, die Kassen der Kasse aufzubessern, ich weiß es nicht. Aber am Ende ist eins klar. Wer nicht überlegt, bei dem, wo man sein Geld investieren möchte, der ist am Ende, vielleicht nicht immer selber schuld, aber hat zumindest sehr viel dazu beigetragen, dass er eben abgezockt wurde. Man sollte schon sich auch über das informieren und darüber recherchieren, wo man sein Geld investiert und nicht einfach bei irgendjemandem, der dahergelaufen ist, der da anruft, einfach sein ganzes Geld reinschieben. Da soll man sich schon ein bisschen Zeit für nehmen und, wenn ich mein Geld investieren will, ich kann ja nun nicht erwarten, wenn ich einfach blind mein Geld irgendwo reinstecke, dass es auch überhaupt wieder rauskommt, oder? Also da sollte man schon ein bisschen nachdenken und ganz genau überlegen, was man da eigentlich tut. Denn am Ende spielt ihr damit eurem Geld. Also, wir sind ein Handelsunternehmen, eine Akademie, wir edizieren ein bisschen Menschen auf und arbeiten gleich auch mit einer regulierten Plattform. Hören Sie mich? Ja. Falls Sie sich entscheiden sollten zu investieren, also wir können Ihnen das alles auch zeigen. Erklären, wie das funktioniert, welche Möglichkeiten es gibt. Es muss nicht sein, dass Sie heute investieren, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Sie bekommen von uns eine Kontaktnummer, dass Sie auf uns zurückkommen können, wenn Ihnen das gefällt, was wir machen. Wie klingt das für Sie? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Möchten Sie eine Chance geben, einfach mehr darüber zu erfahren? Nee. Sie interessieren sich doch für Trading. Heutzutage interessieren sich, mehr als jeder zweite Mensch.
Also Finanzmarkt beobachtet jeder. Jeder möchte ein bisschen Profit machen. Also laut der netten Dame interessiert sich jeder zweite Mensch für Trading. Wollen wir mal durchzählen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch schon mal für Trading interessiert habt. Ist natürlich kein repräsentatives Ergebnis, wenn man das jetzt hier quasi nur so in die Kommentare schreibt, aber naja, ich sag mal, die Mehrheit überwiegt. Ne? Also schreibt gerne mal rein, ob ihr euch schon mal aus freien Zügen, unabhängig von dem Kanal hier, für Trading und Handelsplattformen interessiert habt. Ich auf jeden Fall schon, ja, tatsächlich, aber nicht so ernst, wie sie das hier nimmt. Ich habe da einmal reingeguckt, zweimal vielleicht, eine Weile mal geguckt, ob das was Interessantes ist und für mich persönlich festgestellt, das ist alles irgendwie komisch. Kein Mensch kann nachvollziehen, welche Wege das Geld nimmt, woher das Geld wirklich kommt. Beim direkten Aktienmarkt vielleicht schon noch, wenn man da ein bisschen Ahnung von hat, aber um die Ahnung zu bekommen, naja, da reicht kein Telefongespräch und nicht mal 5 Minuten irgendwie sich mit jemandem unterhalten. Da muss man schon so ein bisschen seine Birne für anstrengen, um auf dem Aktienmarkt überhaupt sinnvoll irgendwo sein Geld zu platzieren. Und selbst dann ist es immer noch Lotto spielen. Es kann immer nach hinten losgehen. Aha. Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie das funktioniert, welche Möglichkeiten? Nee. Zum Beispiel, sehr wichtig, dass Sie das über Regulation auch wissen, mehr wissen, falls Sie sich einmal entscheiden sollten zu investieren. Was sagen Sie? Muss man bei Ihnen jede Frage 3 oder 4 Mal beantworten? Ja. Ach so. Also kein Interesse. Sie haben kein Interesse für Trading. Die habe ich doch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Schade. Ja. Aber vielleicht interessieren Sie sich nicht, weil Sie sich da nicht auskennen. Sie wissen gar nicht, was Trading ist. Ja und? Muss ich auch nicht wissen. Müssen Sie nicht, aber es wäre doch schon ein bisschen Geld nebenbei, was zu verdienen. Ich weiß nicht, was Sie beruflich machen. Was machen Sie denn beruflich? Ja, nix. Gar nichts. Ja. Und wenn ich Geld verdiene, dann nimmt mir das Amt das eh weg. Also brauche ich gar nicht mehr verdienen. Ach so. Ja. Und wofür nimmt Ihnen das Amt weg? Na, wenn man mehr als 165 Euro dazu verdient, kommt ja das Amt und macht die Hände auf. Oh Gott. Ha. Ja. Und dann habt ich hier lieber schön rum und hab nichts. Ist doch besser. Ja. Kann schon verstehen, was Sie meinen. Aber wenn Sie Trading machen, zum Beispiel, dann weiß das Amt gar nichts davon. Ja. Oder? Da weiß ich nichts von, ne. Ja, da kann er, also bekommt er nichts davon, also mit. Naja, da die Audioqualität der netten Dame ja auch wieder nur so ein bisschen dürftig ist, die macht hier gerade tatsächlich ein Angebot, oder naja, ein Angebot ist es ja nicht, aber sie versucht mich jetzt dazu verleiten, trotzdem in den Trading-Markt einzusteigen. Das ist tatsächlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, die wir so noch nicht hatten, dass man trotz Nein die immer noch am Telefon hat. Ich meine, klar, sind die denn gerne am Diskutieren und beleidigen auch gerne. Das haben wir ja jetzt ziemlich oft. Aber dass die dranbleiben und versuchen, also naja, mehr oder weniger, halbwegs seriös, das Ganze noch weiter zu verkaufen und freundlich bleiben. Naja, aber bei dem Angebot oder bei der Story, dass man das ja dem Amt nicht mitteilen muss und das Amt das dann nicht mitbekommt, wenn ich da Geld verdiene. Ja, also es zeigt erstmal schon mal, dass er sich mit deutschen Gesetzen nicht auskennt, denn, naja, natürlich ist das hier gelogen mit dem Hartz IV, aber ich habe ja hier ganz klar und deutlich gesagt, ich harze lieber. Und das bedeutet, wer Hartz IV bekommt, der muss sich richtig nackig machen in Deutschland. Also komplett nackig. Ihr dürft kein eigenes Geld mehr besitzen. Ich glaube, also nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube irgendwie 5000 Euro oder so darf man nur noch auf seinem Konto haben, bevor man überhaupt Anspruch darauf hat. Das hat natürlich jetzt nichts mit Arbeitslosengeld 1 zu tun. Das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe bei uns. Naja, aber ich habe ihr doch klar und deutlich gesagt, ich harze lieber rum. So, und geh nicht arbeiten. Und ja, wenn ich aber Hartz IV bekomme, dann muss ich mich vorm Amt richtig ausziehen. Die wollen meine Kontoauszüge haben. Ungeschwärzt. Das steht da drin. Bedeutet, ich kann hier nicht Geld irgendwie mal heimlich an die Seite schieben. Dazu bräuchte ich jetzt ein fremdes Konto von irgendeiner fremden Person, die das für mich übernimmt. Und das ist dann auch illegal. Tja, aber schön, dass man von den Betrügern dazu angestiftet wird, tatsächlich selbst noch Straftaten zu begehen. Aber das Gespräch hier wird noch besser.
Also, vielleicht für Sie dann eine Möglichkeit, ja nur so, Sie entscheiden. Vielleicht eine Möglichkeit, ohne dass der Amt weiß, etwas zu verdienen, ein bisschen Kohle machen. Ja, das kriegen die ja mit, die gucken hier aufs Konto, die wollen ja mal Kontoauszüge haben. Kontoauszüge, warten Sie. Ich denke ein bisschen, ja, man sieht ja schon, wenn Sie zum Beispiel auszahlen von der Plattform und dann auf Ihr Konto, Bankkonto, dann sehen Sie das. Ach so, wollen Sie mir gerade helfen, Schwarzgeld zu verdienen? Nein, das ist kein Schwarzgeld. So funktioniert der Finanzmarkt. Naja, ja, aber wenn wir es vom Arbeitsamt verstecken wollen, dann ist es ja schwarz. Ja, ja, ich möchte ja nicht, dass Sie verstecken. Nur die müssen nicht alles wissen. Aber, okay. Aber verdienen möchten Sie doch, oder? Nö, weil dann kommt das Amt und hält die Hände auf. Und da kassiere ich lieber mein Hartz IV und lege die Füße hoch. Naja. Also erstmal sagte die ja hier, das wäre ja kein Betrug. Wir verstecken ja nur das Geld. Mhm. Wo ist denn jetzt hier nicht der Finanzbetrug? Also der von meiner Seite aus? Wenn ich das mache, dann guckt da ganz schnell die Steuerfahndung, was wir da so treiben. Überleg doch mal. Hier ruft tatsächlich eine angebliche Tradingbank an. Ich meine, dass das hier nur Luschi-Puschi-Fusch ist, das ist hier, glaube ich, allen bewusst. Aber die versuchen hier jemanden zu offensichtlichen Finanzbetrug noch anzustiften. Ich meine, dass wir nachher sowieso keine Kohle kriegen und das ganze Geld sowieso eh futsch ist, was ich da einzahle, das ist ja klar. Deswegen gibt es nachher auch keinen wirklichen Finanzbetrug. Aber hier muss man sich auch erstmal, also außer von deren Seite, aber hier muss man sich jetzt auch erstmal überhaupt bewusst sein, dass die jetzt hier versucht, mich zu Straftaten anzustiften. Naja, und wenn ich jetzt nun mal beim Amt bin, bei wem soll ich mich nachher noch melden und beschweren, wenn meine Kohle weg ist? Tja, da sollte man mal drüber nachdenken. Richtig, da bleibt keiner mehr über. Soll ich zur Polizei gehen und sagen, ich habe Schwarzgeld verdient, ich will es gern wieder haben? Super. Verstehe. Aber trotzdem, naja. Aber was bekommen Sie denn? Was bekommen Sie denn monatlich? Na, insgesamt mit Miete, Strom und Heizkosten sind wir so bummelig bei 1000 Euro. So plus minus ein bisschen. Und, ja, sind Sie bei uns investiert, man 500 Euro? Ja, so viel habe ich gar nicht. Ja, obwohl, wenn investieren bedeutet bei uns also, es wird ein Handelskonto eröffnet und eigentlich gehört das, Sie beweisen von Ihrem Bankkonto auf das Handelskonto und das ist immer noch Ihr Geld, also nur nicht auf dem Bankkonto, sondern auf dem Handelskonto. Jederzeit können Sie auszahlen, wenn Sie was brauchen, also nur mit einem Klick. Ja, aber wenn ich das von dem einen Konto aufs andere Konto packe, habe ich ja nichts mehr zu fressen. Verstehe schon, aber zum Beispiel, wenn Sie noch ein bisschen was haben und zum Beispiel eine Woche nichts brauchen, dass diese 500 Euro nicht brauchen, in einer Woche kann sich schon etwas verdienen. Und dann zahlen Sie zum Beispiel, verdienen Sie 70, 80 Euro oder was weiß ich. Ja, aber erstmal muss ich ja gucken, dass wir davon einen neuen Fernseher bezahlen. Wir haben hier Finanzberater, also ich, wir können das mal vielleicht, können Sie das mal ausrechnen mit Ihnen, ob das möglich wäre, dass Sie so auf Handelskonto überweisen und versuchen, was zu verdienen. Wenn Sie auch nicht verdienen, also dann kriegen Sie Ihr Geld, also mit einem Klick auf Auszahlung überweisen Sie es wieder auf Bankkonto und nehmen das Geld und machen damit, was Sie möchten. Ja, also ich meine mal davon abgesehen, dass die uns hier zu kriminellen Machenschaften anstiften möchte, die weiß ganz genau, ich habe nicht genug Geld, um mir damit Lebensmittel überhaupt zu organisieren. Das habe ich ihr gerade gesagt. Und naja, von dem, was da noch so überbleibt, da kaufe ich mir halt lieber einen neuen Fernseher. Weil als Hartz-IV-Empfänger ja, hast du ja genug Zeit, um dann halt eben auch Fernsehen zu gucken. Tja, und dementsprechend möchte ich ja lieber erst den Fernseher haben. Und jetzt versuchen die wirklich noch, mit einem neuen Mitarbeiter, der hier gleich noch mit ins Spiel kommt, mir irgendwie einen Weg zu finden, wie ich an die Kohle komme. Ja, einfach nur noch gruselig. Ich meine, es gibt ja auch Callcenter, die sagen von Anfang an, naja, genug zum Leben muss noch überbleiben. Dies Callcenter, ich meine, die sind zwar auch skrupellos, aber menschlich noch nicht ganz Durchfall. Aber die hier,
Die wollen, also die gehen ja wirklich komplett, denen ist scheißegal, ob ich danach noch was zu essen habe oder nicht. Hauptsache, ich zahle bei denen Geld ein. Dass ich das Geld aber nicht wieder zurückbekomme, das ist ja logisch. Das ist eine Einbahnstraße. Mein Geld geht nur in eine Richtung, in deren Richtung und nicht wieder zurück. Vielleicht einfach mal ausrechnen, ob da eine Möglichkeit ist. Ja, wenn wir uns den Fernseher gekauft haben, dann kann ich ja mal ein paar Euro an der Seite legen. Genau, bezahlt ja alles schönes Amt. Okay. Dann reden Sie einfach mit den Kollegen, sagen Sie ihnen also Ihre Lage und so alles. Ja? Okay, der ist Experte für Finanzen und so. Und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, ha? Ja. Ja? Okay. Kleinen Moment. Ja. Sie wollen mir jetzt dabei helfen, das Arbeitsamt zu bescheißen. Wie ich das mit dem Geld umgehen kann, trotzdem Geld investieren kann. Kleinen Moment. Braucht das mein Konto kriegen. Okay. Ich dachte jetzt 10 Minuten, dass ich das... Ich gebe sie dann weiter an den Kollegen, dann sagen sie ihm, was sie genau monatlich bekommen und dann rechnet er das aus und dann schauen sie, ob sie vielleicht auch investieren können, ja? Alles klar. Ja, alles klar. Dann noch kurz dranbleiben. So, dann kommt noch wer anders, der beim Betrug hilft. Hallo, grüß Gott. Hallo. Lukas Ivanov hier am Apparat, FX Academy. Mit wem habe ich das Vergnügen? Hier mit dem Herrn Lips. Wie bitte? Herr Lips. Herr Lips? Sag ich das richtig? Ja. Grüße Sie, Herr Lips. Sie haben ja gerade mit der Frau Richter gesprochen. Ich schätze Sie, also die hat Ihnen schon alles mehr oder weniger erklärt, nicht wahr? Ja, die hat gesagt, Sie wollen dabei helfen, wie ich das Arbeitsamt bescheißen kann. Wie Sie was? Na, die hat gesagt, Sie sagen mir jetzt, wie ich das Arbeitsamt bescheißen kann, weil ich will das Geld ja schwarz an der Seite verdienen. Ich krieg ja Geld vom Amt. Ja, ich weiß. Also Sie bekommen was Hartz IV. Ja. Ja, okay. Und Sie sind jetzt der helfen kann, dass wir bescheißen können. Naja, also, 1000er pro Monat. Ja, ungefähr, ja. Das zahlt der Staat. Da lege ich schöne Füße hoch. Ich habe schon der Tante gesagt, erstmal kaufen wir uns einen neuen Fernseher und wenn wir den erspart haben, dann kann ich ja bei euch was einzahlen. Ja, natürlich. Und genau deswegen, also, ich meine, für einen anständigen Start brauchen Sie ja hier um 500 Euro. Ja, so viel habe ich ja nicht, das habe ich ja schon gesagt. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja. So, und hier natürlich jetzt der Hinweis, dass all das, was jetzt so noch im Gespräch folgt, sollte sich auf keinen Fall irgendjemand als Vorbild nehmen. Ich meine, wir sind ja hier auf YouTube und es gibt nun mal Richtlinien und demzufolge weise ich einfach nur zur Sicherheit darauf hin, dass da niemand das, was jetzt noch so besprochen wird, in irgendeiner Weise nachmacht. Weil sie Hartz-IV-Empfänger sind, ne? Ja. Und dann denken Sie mal darüber nach, also wie können Sie eigentlich an diese 500 herankommen? Keine Ahnung, ich kann ja irgendwo was klauen. Das geht auch, also von mir aus. Wer weiß, ne? Aber auf jeden Fall kann man ja richtig gut Geld machen und zwar mit Online-CFD-Handeln. Kennen Sie sich dort vielleicht ein bisschen aus? Nee, gar nicht. Gar nicht? Naja, dann sind Sie an der richtigen Stelle. Hier können Sie alles herausfinden. Ja, aber das sieht man denn nicht, wenn das ausgezahlt wird. Kann man das irgendwie auf ein fremdes Konto dann auch auszahlen, dass das Amt das nicht mitkriegt? Ich weiß nicht, also vielleicht, wenn Sie Freunde oder Nachbarn haben, also dann können Sie in Ihrem Namen Konto öffnen, also die können ein Konto öffnen und dann geht es ja durch, das sind ganz normale SEPA-Überweisungen, also wie die auch ihr Geld bekommen. Also und dann können die mir das... Bei der Bank. Dann können die mir das Geld schwarz weitergeben. Das muss ja alles durch die Bank gehen, also den Regeln nach. Ja, aber bei mir darf das nicht auf dem Konto sein, weil sonst sieht das Arbeitsamt. Ich weiß. Also dann kann es ja, falls Sie Freunde haben, dann denken Sie mal darüber nach. Sie sollten eine Lösung finden, schätze ich. Ja, das geht.
Na, also dann kann jemand von Ihren Verwandten oder Freunden ein Handelskonto hier öffnen und Sie machen die Investition dann zusammen. Das ist mir eigentlich egal. Mhm. Aber es wird ein Konto und es werden dann ganz normale SEPA-Überweisungen und dann geht die Auszahlung zurück, also immer an die Quelle der Investition, also an das Bankkonto. Ach so. Mhm. Und danach machen Sie ja, teilen Sie sich die Gewinne, wie Sie wollen. Ja. Das hat nichts mit uns zu tun, ne? Also, jetzt haben Sie die Antwort. Jetzt können Sie ja darüber nachdenken. Ja. Fragen Sie jemanden, ja, wie Sie 500 zusammenkratzen können. Und ja. Heutzutage ist es besonders gut, am Markt zu handeln. Sie wissen ja, was jetzt alles in der Welt passiert. Beispielsweise mit dem Rohölpreis, ne? Mhm. Also, es ist wirklich verrückt. Wir haben die Hände voll heutzutage und, ich glaube, Sie werden auch von dem begeistert, wenn Sie sich ja endlich dafür entscheiden, einen Start zu machen. Ja. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Herr Lütz. Sie wissen ja, was Sie tun sollen, was Sie wollen. Mhm. Können wir in Kontakt bleiben, wenn Sie bereit sind, dann, damit wir über Geschäfte reden. Falls ja. nicht, dann wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg im Leben. Und wann rufen Sie da nochmal an? Das hängt davon ab, was Sie vereinbaren. Ja, ein bisschen Zeit brauche ich ja. Wir wollten ja erstmal das Geld für den Fernseher rausschleudern. Dann würde ich sagen, so in 2 Monaten? Ja, kann sein. Ja, okay. Ja, vielleicht werden wir mal ab und zu durchklingen und zu sehen. Ja. Vielleicht finden Sie das Geld auf der Straße, wer weiß. Okay. Ja, ich habe ja schon gesagt, ja, also hier laufen ja so viele Rentner rum, vielleicht klaut man einfach irgendwo mal eine Handtasche. Na, wer weiß, ja. Ja. Vielleicht kommt ja noch irgendwo ein Geldsegen vorbeigelaufen, wo man einfach nur zugreifen muss. Ja, also viel Erfolg damit. Ja. Bis denn. Ja, und die Frau Richter will Ihnen noch etwas sagen. Also. Ach so, ja. Wieder. Mhm. Hallo, Herr Lütz. Ja. Ja, hallo. So, ich wollte noch mal kurz, sind Sie in der Nähe von einem Computer, also PC, Laptop, irgendetwas? Nee. Handy mit Internetanschluss haben Sie aber. So ein altes, ja. Okay, also Google können Sie öffnen, mich auf Lautsprecher machen und kurz, dass Sie auf unserer Webseite noch gehen. Ja. Damit wir in Kontakt bleiben. Mhm. Okay. Wo muss ich drauf? Dann buchstabiere ich ihn. Ja. Also www. Ja. Und dann F wie Friedrich, ich. Mhm. A-C-A. Ja. Cesar Anton, Dora Emil. Ja. Martha Y. Ja. Punkt. Ida Otto. Ja. So mit so einem grünen Pfeil. Sehr oft, bitte? Mit so einem ja, grünen genau, Pfeil. Das ist es. Mhm. Und in der Mitte sehen Sie ein orangenes Register. Ja. Sehen Sie das? Okay, dann bitte einmal draufklicken. Mhm. Und kurz ausfüllen. Also Namen, Nachname, Mailadresse und Telefonnummer. Ich dachte, das steht schon drin. Ich dachte, das steht schon drin. Wie steht schon drin? Na, Sie rufen noch mich einmal, doch an. Füllen Sie das noch kurz. Ja, genau. Ja. Dann füllen Sie das noch einmal aus. Und wo Agent steht, schreiben Sie bitte Richter, mein Name. Ja. Tja, als würde das hier nicht alles schon gruselig genug sein, jetzt sorgt die Betrügerin noch tatsächlich dafür, dass ich mich unter ihrem Namen nochmal in der Plattform eintrage, um dann wahrscheinlich die Provision, die sie bei mir ganz sicher bekommen wird, also sie ist ja hier scheinbar in dem Glauben, dass ihr das nicht durch die Lappen geht, sondern die verlorene Zeit definitiv auf ihr Konto später wieder gutgeschrieben wird, wenn ich wieder von dieser komischen Firma angerufen werde. Warum sollte ich sonst den Namen da eintragen? Ach du meine Güte. Also es ist immer unterirdischer, was die Callcenter eigentlich so von sich geben und die helfen hier tatsächlich sogar noch bei weiteren fortlaufenden Straftaten. Ich meine, wenn ich hier am Telefon erzähle, ich gehe nach unten und klatsche eine Oma um auf dem Marktplatz, was soll denn das? Also es geht doch überhaupt nicht mehr und die finden das für seriös und nachdem ich mich so geäußert habe am Telefon, bittet die nette Dame mich noch dazu, mich nochmal auf ihrer Webseite einzutragen und ihren Namen noch dahin zuzufügen, ja, damit ihr der Verkauf nicht durch die Lappen geht. Oh mein Gott, wo sind wir bloß angekommen? Also das ist doch tatsächlich, es wird immer schlimmer. Und da weiß man wirklich schon nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. So, ach du Gott. Das Landchen noch suchen. Ja, Manu, so. Mhm.
Und meine Telefonnummer, die ist denn die 0255. Ja, habe ich gemacht. Super, auf Register Now klicken. Ja, und jetzt steht hier, thank you for becoming a member und so weiter. Ja, super, das ist, was Sie Mitglied unserer Akademie sind. Okay, dass wir in Kontakt bleiben. Hm. Ich weiß nicht, wie Sie es mit den Herrn Lukas vereinbart haben, wie Sie verblieben sind. Melden Sie sich bei Ihnen oder meldet er sich dann nochmal bei Ihnen? Na, der sagte, ihr ruft ab und zu mal durch und guckt, ob ich das Geld schon habe. Okay. Dann machen wir das so. Okay, super, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Litz, und alles Gute, ja? Ja, tüdelü. Und ich hoffe, wir finden eine Lösung für Sie. Okay, dass Sie auch schön was verdienen. Ja. Danke dann. Tschüss. Wiederhören, tschüss. Tja, also die ist wirklich, ich meine, freundlich war sie ja, aber auf welche Art und Weise? Also ich bin wirklich fassungslos, dass es sowas auf unserem Planeten gibt und dass sowas wirklich am Telefon funktioniert. Ich meine, die muss ja wirklich jetzt gedacht haben, ich muss einen kompletten Dachschaden haben und bin komplett des Wahnsinns, dass ich also erstens das Amt bescheiße und zweitens ja, jemanden Geld stehle, um das zu machen. Und als drittes, ja, noch ein fremdes Konto benutze, um eben auch noch Steuerhinterziehung zu betreiben, höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also wie viele Straftaten hier auf einmal zusammengekommen sind, mal ganz davon abgesehen, dass der Anruf illegal war und, naja, dieses Callcenter mir sowieso kein Geld zurückgeben würde. Das macht's eigentlich nur noch dramatischer. Stellt euch mal vor, ich würde mich jetzt gleich 10-mal strafbar machen, um dann mein Geld zu verlieren. Wie skrupellos ist das bitte? Tja, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.